Läuflerwerf, Hänslers schnelle Nummer, mal wieder aus dem wunderschönen Schrebergarten, da wo die Welt noch in Ordnung ist. Heute gibt es eine Grillfackel. Dafür braucht ihr folgende Dinge, und zwar lange Schaschlikspieße, die ihr in Wasser einlegt, damit die ordentlich so schnell verbrennen. Und ihr braucht Schweinebauch. Jetzt kommt's, beachtet die KKS-Regel. Wenn ihr das kauft, sagt ihr zum Metzger eures Vertrauens, kein Knorpel, kein Knochen, keine Schwarte. Da haben die meistens nicht so richtig Bock drauf, deswegen müsst ihr es sagen, weil es nützt nichts, wenn jetzt hier so ein dünner Streifen Schwarte mit drauf ist, das wird in der Zeit nicht gar. Jetzt pass auf, und wichtig, 3 mm Deck ungefähr. Und das ist hier, die KKS-Regel, 3 mm. Jetzt hier, einmal durchpieken und dann wirklich eng, komm mal ein bisschen näher, dass man es wirklich sieht, den Schweinebauch hier aufrollen. Das ist wichtig, das ist richtig schön, ein bisschen fester an dem... Oh geil, da ist gerade eine Fliege in den Grill geflogen. Das war eine Hornisse. Eine Hornisse? Yep. Willst du mich verarschen? Ja, hast du gesehen, wie riesig das Ding war? Das war so groß. Aber Digga, wie blöd ist die denn? Wie kann man denn als Hornisse in... Wir halten fest, Hornissen sind nicht besonders schlau. Das kann nicht sein, dass sie in den Grill... Ist die weich oder was? Na gut, die wollte wohl nicht mehr. So, hier geht's weiter. Das gibt's ja gar nicht. So, das ist auch ein super Gericht für Kinder. Schön eng, dann einfach nächste Rutsche und denkt immer dran. Wichtig ist, dass es schön eng euch ein bisschen Zeit lässt, dass ihr aufdröselt, umdreht und dann machen wir gleich noch eine wunderbare Marinade dazu. Digga, willst du mich verarschen? Bei der Marinade gibt es ja verschiedene Wege. Jetzt für sowas, wir sagen ja auch so ein bisschen in Richtung Kind, versuchen wir die Marinade nicht so scharf zu machen, sondern eher so ein bisschen sweet, so ein bisschen würzig zu halten, aber nicht zu scharf. Man kann natürlich nehmen, einfach ein bisschen Ketchup nehmen, Paprikapulver, geräuchertes Paprikapulver, Pfeffer, Salz rein etc. Ich nehme natürlich meine Sachen. Ich weiß, das ist wieder so ein, hier Teleshopping, bla bla, aber da müsst ihr jetzt einfach durch. Und zwar nehme ich jetzt unsere sweete Barbecue-Soße, könnt ihr auch jede andere nehmen, ne? Das ist völlig wurscht, die hauen wir rein. Dann dazu unseren Klassiker, den Gewürzmix. Da wisst ihr in den anderen Videos ja, was da drin ist, das könnt ihr euch auch selber zusammenmischen. Und on top noch ein bisschen von der Teriyaki-Soße Barbecue. Auch geil. Ne, so eine ganz leichte, süße Note noch mit rein. So, nicht zu viel, damit das nicht so schwarz wird. Das Ganze vermengt man jetzt. Und dann haben wir jetzt hier unsere Spieße. Nicht extra würzen oder sonst irgendwas, sondern die werden jetzt großzügig mariniert. Das kennt man auch, wenn man zum Schlachter geht oder im Supermarkt. Da gibt es die Dinger manchmal auch fertig. Aber wenn ihr es halt selber macht, dann wisst ihr wenigstens, was ist an der Marinade. Da, weil unser Zeug ist natürlich alles ohne Geschmacksverstärker und so ein Tinef. Man kann es euch auch fertig kaufen, aber wenn man es halt selber macht, weiß man halt, was dran ist. Jetzt alle einstreichen, dann gehen die auf den Grill. So, Mann. So ein Grill ist aber auch heiß, ne? Das Ganze könnt ihr natürlich auch auf dem Gasgrill machen, überhaupt kein Problem. Wir haben jetzt mittlerweile ein paar Briketts drauf. Und jetzt knusprig bzw. richtig schön mit hoher Hitze von beiden Seiten angrillen. Wichtig zwischendurch, immer wieder ein bisschen drehen. Weil man denkt so ein bisschen, das ist so dünn aufgerollt, das braucht nicht so lange. Eine Viertelstunde muss das bestimmt schon auf dem Grill sein, weil natürlich das Fett muss ich rausbraten. Hier geht es auch nicht um Medium, Medium, Rare, sondern es muss richtig durch sein, damit es richtig Geschmack hat. Und die Hitze ist halt am Grill, das merkt man einfach, das ist hier schon richtig heiß. Nebenbei muss ich mal merken, diese Kunst, dieses Meisterwerk der Textilkunst geht sogar als Grillhandschuh. So, Fackel vom Grill. Guck mal, das sieht auch richtig lecker aus. Durch die Marinade kurz abkühlen lassen und dann sage ich guten Appetit. Kleiner Tipp aus Crepepapier für eure Kiddies. So einen kleinen Anfasser basteln. Unten drumherum machen. So. Also das hier ist deine Grillfackel. Aha. Das seht ihr auch, warum wir hier Wasser eingelegt haben. Außen, wenn die schon ein bisschen dunkel, aber verbrennen halt nicht. Und das ist entscheidend. Boah, geil. Saftig, leichte Süße, würzig. Simpel, aber gut. Hier ist die Einkaufsliste. Und die Einkaufsliste für unsere Grillfackel. Für zwei Personen braucht ihr 4 Schaschlikspieße, 8 Scheiben Schweinebauch. Denkt dran, 3 mm KKS-Regel. 4 Esslöffel Hänsler schnelle Nummer Barbecue Soße haben wir genommen, unseren schnellen Nummer Gewürzmix und ein bisschen Teriyaki Soße.
Das war Hänzler Schnelle Nummer. Nochmal Infos zu Hänzler Schnelle Nummer findet ihr auf hänzlers-schnelle-nummer.de. Bis zum nächsten Mal.